und den finden wir hier. Okay, ein Soldat ist nur unterwegs. Ach komm, Jo. Ich glaube, der dreht sich gleich um. Okay. So. Okay, der Bereich ist erstmal sicher. Achso, runterfallen können wir nicht. Wir können nirgendwo runterfallen. So. Ja. Nur so für die, die es wissen wollen. Ah, gut, sie haben es geschafft. Gab es irgendwelche Probleme? Keine Probleme. Gut, der Verantwortliche für den medizinischen Nachschub lässt auf seine Schlüsselkarte eh hier unten in den anderen Büro liegen, da der Kranführer seine Karte ins Meer verloren hat. Warum hatten sie also ein großes Interesse daran, die Männer umzubringen? Was? Sie bekommen einen Funkspruch von irgendeinem Fremden, der sich bei ihnen als irgendein Major vorstellt und helfen mir ohne Fragen zu stellen. Und sie scheinen auch nicht sehr traurig darüber zu sein, dass ich 4 von ihren Männern getötet habe. Irgendwas stimmt nicht mit ihnen und ich weiß nicht genau was. Ich sage ihnen, ich traue ihnen nicht. Kommen sie mir bloß nicht wieder in die Quere. Sepp. Was? Jo, nimm das. Wofür ist der Schlüssel? Den Schlüssel hatte Shepard immer dabei, aber keiner kennt seinen eigentlichen Nutzen. Ja, und auf dieses Gespräch wird er jetzt nicht weiter ja, eingegangen, wo er so sagt, Sepp. Okay, aber mehr werde ich von dieser Schnitzeljagd, also es ist ja ein Sequel, mehr werde ich da nicht verraten. Eigentlich habe ich schon viel zu viel verraten. Aber das sind halt immer wieder darauf folgende, aufbauende Dinge, die man erfüllen muss, die eigentlich bloß Kleinigkeiten sind. So, da gehen wir mal hier rein. Ja, das hatte ich nachträglich nochmal so überarbeitet, damit man sich in Alarmzustand nicht einfach die Karte holen kann und verschwinden kann. Wenn man hier reingeht, wird jetzt der Alarm deaktiviert, vorausgesetzt, dass Alarm ist und der läuft automatisch her. Weil vorher hatte ich das so gemacht, da hatte ich einen kleinen Denkfehler gehabt, dass die Quest im Alarmzustand nicht getriggert werden kann. Aber da hatte ich nicht dran gedacht, dass man sich ja dann einfach die Schlüsselkarte schnappen kann. Ja, was natürlich ein bisschen blöd wäre. Ja. Sepp, du lebst? Wer sind sie? Du weißt, wer ich bin. Was hast du angestellt? Du sprengst das ganze Labor? Du tötest unschuldige Menschen? Ich verstehe nicht. Das solltest du aber. Ich verstehe nicht, wie du so etwas tun konntest. Und dann erhalte ich eine Nachricht, dass man dich heute Morgen erschossen hat. Jetzt stehst du lebendig und unversehrt vor mir. Sag mir, bist du zu Brooklyn übergelaufen? Wem? Ich bin zu niemandem übergelaufen. Und wer oder was zur Hölle ist Brooklyn? Du kannst dich an nichts erinnern? Nein, noch einmal, wer sind Sie? Mein Name ist Alexandra. Und woher glauben Sie mich zu kennen? Es ist wohl besser, wenn du es nicht weißt. Hm? Sepp, was hast du nun vor? Wirst du die anderen 4 Männer auch noch töten? Nein, bitte sag nicht, du hast sie auch umgebracht. Tut mir leid, ich hatte keine andere Wahl. Was geht dir denn nur vor? Du bist nicht mehr derselbe Mensch, den ich kenne. Ich war immer loyal und habe getan, was mir gesagt wurde. Und auf keinen Fall bin ich irgendwohin übergelaufen. Ich befolge nur meine Befehle. Und ich weiß nicht, woher sie mich zu kennen glauben, aber ich kenne sie nicht. Und ich habe auch weder irgendwas in die Luft gesprengt, noch irgendwelche unschuldigen Menschen getötet. Sepp, geh einfach. Ich sollte dich eigentlich töten, nur ich kann es nicht tun. Nicht, weil ich dich einmal geliebt habe, sondern... Sondern? Sepp, geh einfach. Ja, ziemlich merkwürdiges Gespräch. Ja, achso, der Trennsemmel 81. Ja, ist ein Tweet, Stream auf Twitch. Ein Kumpel von mir. Ja, ich habe halt immer mal so kleine Sequits hier auf der Karte versteckt. Also kleine Easter Eggs. Ja, also wer sich für Game Dev interessiert, schaut doch gerne mal bei Rennsemmel 81 auf Twitch vorbei. So. Gehen wir mal weiter. Also wieder zurück. Oh, das ist jetzt ein bisschen... Okay.
Ja, die Funktion mit den Geräuschen ist eigentlich ganz cool. Also, es war jetzt ziemlich knapp, aber es war schon cool. Major, ich habe eben die Medic-Plattform verlassen. Gute Arbeit, Sepp. Haben Sie mir sonst noch etwas zu berichten? Zum einen stimmt irgendwas mit Dr. Hansen nicht. Wie meinen Sie das? Für einen Wissenschaftler scheint er ziemlich gelassen darauf zu reagieren, dass ich 4 von Ihren Leuten töten musste. Er ist sehr merkwürdig. Ich glaube, er führt irgendwas im Schilde. Ich habe ihm gesagt, dass er mir bloß nicht wieder in die Quere kommen soll. Was ist los, Major? Ach, nichts. Major? Der Doktor ist harmlos. Ich habe seine Unterlagen eingesehen. Na, wenn Sie meinen, ich traue Ihnen nicht. Und was haben Sie noch für mich, Sepp? Da war so eine Frau, sie behauptet mich zu kennen. Eine Frau? Ja, sie machte mich für Dinge verantwortlich, mit denen ich nichts zu tun hatte. Hat sie ihren Namen gesagt? Ja, ihr Name war Alexandra. Das Merkwürdige ist... Was? Ich kenne sie nicht, trotzdem kommt sie mir vertraut vor. Kommt sie mir sehr vertraut vor. Sepp, das ist ein Trick. Was? Du musst sie ausschalten. Was sagen sie da? Sepp, sie ist ein Unsicherheitsfaktor. Du musst sie ausschalten. Major, ich habe nun genug Blut vergossen. Das ist ein Befehl. Zur Hölle mit ihnen. Ich werde keine unschuldigen Menschen töten. Sepp, du weißt nicht, was du da anrichtest. Ich sage ihnen was. Ich werde jetzt Shepard suchen und ihn töten. Danach bin ich mit ihnen und TLH fertig. Und wir gehen wieder getrennte Wege. Sepp, das ist Befehlsverweigerung. Ha. Bring sie diese Mission zu Ende. Und Sepp, sie werden sich dafür verantworten müssen. Na dann, solange ich mich nicht an den Morden unschuldiger Menschen verantworten muss, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja, der Major, das ist ein ziemlicher Arsch, ja? So. Gehen am besten hier lang. Oh. Ui, das war nicht gut. Ich wollte den ein bisschen ärgern. Okay. Ja, das war jetzt blöd. Ich wollte den eigentlich ein bisschen ärgern. Ich dachte, da geht andersrum. Okay, das haben wir jetzt schon gesehen, das Gespräch. Ah, komm. Ich sage mal. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine schwere Stelle. Und ich stelle mich auch gerade an. Ja. So. So, diesmal machen wir den Fehler nicht. Ach stimmt, hier unten war ja noch der eine... Es war gerade auch ziemlich knapp. Hatten wir eigentlich nochmal Munition eingesammelt für einen Taser? Nein. Warte mal. Ah, hier kommen auch bloß 90 Schuss tragen. Also insgesamt 120. Ist aber halt jetzt, weil wir es auf Extrem spielen. So, jetzt müssen wir ja am besten warten, bis der sich wieder umdreht. Ich glaube, hier oben war nochmal Munition. Ach so, war aber keine Taser-Munition. Aber ich glaube, in den einen Raum hier vorne. So. Schauen wir erstmal kurz hier vor. M9. Und G36. So, warten wir mal, bis der hier weg ist. Also, genau. Na komm, wir machen es hier mit der Pistole.
Also wir haben ja sowieso jetzt hier alle Mikrocomputer, genau, ich kam jetzt nicht drauf. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Taser-Munition. Laden wir gleich mal nach. Na komm. Ach so, wenn wir die M9 vorher noch gar nicht eingesammelt haben, dann kann man die auch hier schon bekommen. Also was heißt schon? Also man kann die dann auch hier bekommen. Ja, ich glaube, die ist dann in diesem Raum oder in den anderen Raum. Ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube, das war dieser Raum, ja. Genau. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir haben jetzt alles hier. Also Medipacks haben wir bis jetzt noch keins verbraucht, aber wir waren ja dann auch immer viel zu schnell tot. Ist sowieso das Beste, im Alarmzustand sich am besten töten zu lassen und den Bereich nochmal neu zu machen, weil die Feinde, die bleiben ja dann aufmerksam, sag ich mal so, also für längere Zeit. Ursprünglich konnten die durch die Fenster schauen. Ich habe aber dann irgendwie Rollos hier hingemacht und das dann blockiert, weil es sonst doch ein bisschen zu schwer wurde. Also die Rollos sind halt jetzt bloß, damit man sieht, okay, die Sicht ist blockiert. So, den hier oben haben wir. Da haben wir auch alle Mikrocomputer. Gehen wir hier weiter. Oh, ja, stimmt. Auf dem ganz einfachsten Schwierigkeitsgrad ist hier keiner. Also erst abnormal ist hier ein Soldat da. Und hier oben kommt ein Schiff. Aber wir lassen den mal unten, weil sonst sehen wir nichts. Ah, stimmt, wir sind hier zu zweit. Ja, stimmt, wir spielen sie auf extrem. Ja, und hier ist übrigens der Bereich, wo ich sagte, wenn wir die Schlüsselkarte bekommen, aber noch nicht mit dem Doktor gesprochen haben, wo der dann einen hier anruft und dann sagt, ja, hier, sie sollten sich mal nach einem anderen Job umsehen und so. Das Archivement Forgetful Zap. Na komm, wir lassen den nochmal zurückgehen und dann schnappen wir ihn von hinten. Und man kommt natürlich dann auch nicht weiter, wenn man noch nicht mit dem Doktor gesprochen hat, weil dann die Tür noch defekt ist. Da ist, hängt dann auch so ein Zettel dran, so wie Broken Door, also ja, kaputte Tür. So. So, da haben wir den auch. So, die Tür ist verschlossen. Das ist auch, ich kann es jetzt nicht erkennen. Doch, F ist das, glaube ich.
Habt ihr den Maulwurf gefunden? Noch nicht. Wir haben veranlasst, den Bürobereich zu räumen, so wie sie es angeordnet haben. Gut, ich werde in Kürze die Laserschranken aktivieren. Haltet einen Einsatztrupp bereit, nur für den Fall, dass der Alarm losgehen sollte. Schon geschehen. Ich habe Jason mit seinem Team damit beauftragt. Gut. Habt ihr die neuen Boom-Scanner schon getestet? Ja, die funktionieren ein bisschen zu gut. Wir dachten, wir hätten einen Eindringling. Dabei sind wir nur eine Ratte hinterhergerannt. Die Empfindlichkeit muss noch ein bisschen eingestellt werden. Okay, das werde ich an die Technikplattform weitergeben. Gibt Jason und sein Team ein paar von denen. Shepard, warum rüsten wir nicht alle Soldaten damit aus? Für die Wachen sind sie nutzlos, da der Akku sehr schnell heruntergeht. Deswegen schalten wir sie auch nur im Ernstfall ein. Und davon abgesehen, haben wir nicht so viele, dass wir alle Soldaten damit, also mit den Room-Scannern ausrüsten können. Verstehe. Was ist eigentlich mit den Kisten bei den Docks? Die sollten doch schon längst im Lager sein. Die Security-Abteilung meinte, dass sie jemand wegen den Kisten angefunkt hatte. Der genannte Sicherheitscode war schon etwas veraltet. Sie hatten für ihn den Aufzug aktiviert. Er sollte sich danach auf der Security-Plattform melden. Solche Schwachköpfe. Wozu haben wir hier die Sicherheitsbestimmung, wenn sich keiner daran hält? Nicht mal nach der Dienstnummer haben sie gefragt. Wir haben scheinbar einen Eindringling. Das ist doch unmöglich. Nicht mal ein Papierflieger kann sich die Anlage nähern, ohne dass wir es merken. Ohne dass wir das merken. Ich vermute mal, dass er Hilfe von innerhalb der Basis bekommen hatte. Könnte es möglicherweise dieser Typ sein? Was? Das ist unmöglich. Meine Männer haben ihn heute Morgen erschossen. Ist es möglich, dass er es überlebt hat und jetzt auf Rache aus ist? Wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Die Männer, die ihr zur Krankenstation gebracht habt, sie sind alle tot. Was? Und wie sind sie gestorben? Ich weiß es nicht. Es war auch keine Schusswunde zu sehen. Ich werde eine Autopsie anordnen. Wahrscheinlich sind sie auch an ihren Verletzungen gestorben. Also was diesen Kerl da betrifft, ich habe echt ein ungutes Gefühl. Sprichst du von Brooklyn? Nein, den ihr heute Morgen erschossen habt. Entspann dich, der ist Geschichte. Na, wenn du es sagst. Männer, hört zu. Herr Dr. Hansen und Anna sollen sich um die Autopsie kümmern. Ich muss jetzt erstmal in die Wasseraufbereitungsanlage. Haltet weiter die Augen und Ohren auf. Wir sehen uns später. Geht klar, Shepard. Ach, bevor ich es vergesse. Ich habe die kaputte Laserschranke repariert. Sind die Lichtschranken eigentlich nur mit den Türen verbunden? Na klaro, bei einem Alarm werden die Türen abgeriegelt. Gut zu wissen. Okay, wir sehen uns später. Hey Sepp, wir müssen reden. Wie haben Sie meine Frequenz herausbekommen? Sepp, bitte, höre auf, mich zu siezen. Okay, wo bist du? Ich warte im unteren Stock von der Mädchenplattform auf dich, hinter dem Konferenzsaal in einem kleinen Büro. Verstanden, ich mach mich auf den Weg. Okay, bis gleich. Ja, Freunde, ich werde die Aufnahme jetzt erstmal beenden. Mal schauen, vielleicht werde ich heute Abend nochmal eine Aufnahme starten. Ja. Ansonsten gibt es jetzt erstmal nichts zu sagen von meiner Seite her. Ja, außer es ist jetzt momentan ein Ziel für die Leute, die jetzt vielleicht gerade erst eingeschaltet haben. Ja, ihr bekommt es jetzt zum halben Preis. Ja. Ansonsten setzt es auf die Wunschliste. Ja. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Mal. Okay, ciao.